Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Mario Kart Tour. Datendownload ist heute da. Und ich bin jetzt mal gespannt. Letztens bei, ich konnte ja nie aufnehmen bei Super Mario Kart, da hatte ich ja davon gespielt, ohne es aufzunehmen. Aber ich bin immer noch in diesem Silber, weil ich habe ja noch kein Gold. Ich werde das nächste Woche mal kaufen. Hier. Und zwar den Goldausweis. Um mehr Rubine zu kriegen. Und Entschuldigung, weil letztens hatte ich ja übelst viele Rubine gehabt. Aber den habe ich leider verzockt wegen Daisy. Also Daisy in Kimono-Form. Es tut mir leid, meine Freunde. Es tut mir leid. Ich konnte ja nicht anders. Okay, jetzt geht's los. Was kommt es? Für eine Tour. Ich bin mal gespannt. Und es ist... Das ist... Oh, Los Angeles Tour! Mit Mario in Urlauberform. Oh, und Dixie Kong und Funky Kong kommt wieder zurück. Finde ich cool. Aber es kommt erst die Endergebnis von der Tour, also von der letzten Tour. Erster Platz. 35 Rubine. Fahrerpunkte maximal exzeptionell. Ja, Fire Lizard, oh, Alter. Der hätte mich fast noch eingeholt, aber es hat nie geklappt. Und es gibt wieder mal Tagesbonus. Ja, der Highlight Röhre. Ja, Los Angeles ist ja auch in Amerika, aber das Böse ist nämlich, Amerika ist ebenfalls ein Risikogebiet. Und deswegen muss man lieber vorsichtig sein. Oh, und bei dem Goldpass kann man hier sogar Baby Rosalina, Knochenbowser und noch so einen Drachengleiter kriegen. Was? Rennwagen für 25.000 Münzen? Sag mal, ist der völlig verrückt? Ich denke, das ist völlig verrückt. Und jetzt gucken wir erstmal das. Was? Mario Sunshine? Sag mal, ist das nicht der Mario aus Super Mario Sunshine? Ich glaube, ja. Das ist es. Das ist doch Sunshine, das ist cool. Okay, lass uns mal starten mit Los Angeles Strandparty. Ah, und da haben wir da auch nicht freigeschaltet. Aber dafür spielen wir Rosalina im schwimmeren Form. Oh, noch ein Rosalina in Halloween-Form und zwei Peaches in Hochzeit und einer in normale Form. Oh, das sieht schon mal schön aus. Und wir fahren direkt mit einer Banane. So, ich bin jetzt mal gespannt. Jetzt gucken wir hier. Die Musik hat was auch Gutes. Mist daneben. Oh, das ist, die Musik ist auch einfach so ein schönes Soundtrack. Oh, bloß Glück nicht an dieser Schockwelle getroffen.
Sonst hätten wir noch einen Schaden gelitten. Und dann noch ein großes Glück gehabt. Und noch ein großes Glück gehabt. Heide Witzka. Hoffentlich sind wir noch Erster. Ah, verdammt. Geh durch. Oh, gut. Sehr gut. Aber die Musik hört sich auch so ähnlich wie Splatoon. Wow, Alter. Also die Musik hört sich mal so fast so ähnlich wie Splatoon so ähnlich. Aber es ist kein Splatoon. Es ist Mario Kart. Und schaffen wir das? Jawohl! Das ist wunderbar, dass wir Erster sind. Rosalina, du warst super. Warte mal, bevor wir da gleich mal ein Rennen starten, da werde ich dir mal eine schöne Belohnung geben. Aber erstmal, bevor ich Belohnung gebe, da gibt's wieder einen Haufen Sterne. Oder? Nein, es gibt nur 3 Sterne. Ja, Rang erhöht. So, jetzt gucke ich mein Menü. Bei Tickets. Und bei denen hier. So, meine liebe Rosalina, Schwimmerin. Sie werden nämlich jetzt durch das Ticket erweitert. Du kannst deine Basispunkte jetzt noch weiter erhöhen. Ja. Warte, jetzt habe ich noch so ein gelbes. Da kann ich auch die normale Rosalina geben. Ja. Erweitern. Damit die auch noch viele Punkte kriegen. Und mal unser lieber, guter Boomerang-Bruder. Den wird sicherlich auch erweitern. Sehr schön. Warte, und jetzt noch die normale. Oh! Du bist es nur. Na dann. Baby Daisy. Sie werden nämlich auch erweitert. Wunderbärchen. Oh, und von den ganzen anderen Tour habe ich auch noch Sternticket gesammelt. Hab nicht alles dazu bezahlt, aber dafür muss man sparen. Okay, Yoshis Piste R. Mit Yoshi. Die ich letztes oder die ich im Ostern freigeschaltet habe. Dann noch den Ei-Auto und den Eigleiter. So ein passendes Yoshi-Kart. Oh, und Pixel Mario aus Super Mario Kart. Und Daisy als Fee. Die ich natürlich auch freigeschaltet habe. Achtung, hier fährt gerade ein Ei. Oh, und Yoshi spielt auch mit. Weil es gibt ja Haufen viele Yoshis als Fahrer. Ah, und roter Yoshi macht auch mit. Also es sind ja insgesamt 3 Yoshis im Gange. Okay, das war nicht gut. Aber für den hier war es sehr gut. Ich werde nämlich Erster werden. Ah ja. Urlaubsstimmung bei Los Angeles Tour. Aber bloß schade, dass ich keinen Urlaub dass mein Urlaub abgesagt wurde. Das ist nämlich hier wegen die Coronavirus-Zeit. Ja, seit März hat es hier durch ein Coronavirus in China hier direkt mit ins Deutschland gebracht. Und dann plötzlich durch die Corona-Krise und Corona-Zeiten ist mein Urlaub leider schon abgesagt. Schade. Ich hätte beinahe auch ganz gefreut auf meinen Urlaub. Aber Schwamm drüber.
denn wir machen Mario Kart Tour. Und schon Yoshi. Und außerdem, weil zum Beispiel hier, ich bin in letzter Zeit jetzt nicht mehr so richtig online in YouTube, weil ich viel arbeite und mit meinen Freunden spiele ich hier mit um 19 Uhr bis 19.30 Uhr Ninjala und in einigen Zeiten spiele ich mit Splatoon oder hier Fortnite. Und das hier war jetzt ein guter Sieg. Also ich spiele zurzeit hier so Splatoon, Ninjala, Super Mario 3D All-Stars, Fortnite. Also Fortnite mit meiner kleinen Schwester. Und so weiter. Ja, sieht schon mal gut aus. Oh, sieht so aus, als wenn wir jetzt wieder freigeschaltet. Ja, erziele 3 Treffer mit Bob Arms. Das kriegt man jederzeit hier, dieses Abzeichen. Okay, Rang 7. Okay, Donkey Kongs Alpine X. Mit unser guten alten Funky Kong. Dann noch mit den zum Rennauto und den goldenen Gleiter. Affentastisch. Oh, Donkey Kong. Ja, man sagt mal so, Brüder. Affenbrüder. So gut. Sieht sehr gut aus. Oh, Windschaden, Windschaden. Boah, das sieht gut aus. Was? Verdammt nochmal. Aber dieser Kart lässt sich irgendwie schlecht steuern. Oh ja, ein Blitz. Bumm und plattgewalzt. Und nicht von den Schneekugeln treffen lassen, sonst kriegt man Schaden. Und das möchte ich nicht. Wer wirft mit Bob Arms? Oh, Alter, ich krieg so viele Punkte. Jihihi. Alter, es hört nicht mehr auf. Es hört nicht mehr auf. Okay, es hat aufgehört. Schade. Oh, Party! Partyzeiten! Ja, Banane! Ja, bitteschön! Komm schon. Lass mich Erster werden. Komm schon, lass mich Erster werden und na, oh, Alter, das war sowas von knapp gewesen. Pauline hätte mich noch richtig eingeholt, Alter. Oh, jetzt war ich echt megamäßig erschrocken. Das war so eine Millimeter. Das war so eine Millimeter. Ich kann es kaum erfassen. Aber ich war trotzdem Erster. Oh, und jetzt wird es wieder Sterne. Lege 5 Wahnsinn. Ja, sowas habe ich ja schon. Erster? Nee, Dritter. Mit 34.838. Okay, jetzt zünden gratis. Und was kriegen wir da? Wahrscheinlich normal, oder? Morton. Habe ich noch lange gar nicht gehabt. Was? Noch
Was? Nur 4 Röhren? Vorher war es eigentlich 5 und jetzt sind es nur 4? Irgendwie verstehe ich nicht. Aber nicht zweifeln. Gehen wir zum Serienmarathon mit Pichat. Pichat ist es auch so, weil sein Auftritt war nämlich auch im New Super Mario Bros. U Deluxe. Also in der normalen New Super Mario Bros. U Deluxe, weil hatte Pichat immer noch die Stimme von Prinzessin Peach. Aber im Mario Kart Tour hat Pichat eine gemixte Stimme. Eine gemixt aus Peach und Toadette Stimme. Ich finde eigentlich die Stimme von Peachette in Mario Kart Tour eigentlich auch sehr süß gemacht. Das ist Geschmackssache, eigentlich, das ist sehr Geschmackssache. Okay, Mario Tour geschafft. Okay, oh, nochmal Mario Sunshine. Da kämen wir jetzt dort zur Kalimari-Wüste im Randy Cup. Da haben wir auch nicht was freigeschaltet. Oh Mist. Aber nicht zu trotzen, nehmen wir mal hier Daisy. Mit den goldenen Cocoloco. Und den Regenwolkengleiter. Oh, Captain Toadette und Captain Toad. Mopsy und Wario als Cowboy. Ja, Kalimari-Wüste ist auch so eine Wilde West-Wüste. Wieder Wario. Ist daneben. Ah, das ist ja auch dieser Kalimari-Wüste, die man auch durch den Tunnel fahren müssen. Also das finde ich am meisten nice. Die normale Kalimari-Wüste, die fand ich eigentlich nicht so richtig toll. Verdammt, jetzt auch noch ein Blitz dazu. Ich finde aber die Erneuerung von Kalimari-Wüste auch nämlich sehr toll. Autsch. Na super. Genau vor dem Ziel. Oh Mann, ey. Ausrasten hilft auch nicht so. Weil es gibt manche Leute, die rasten richtig aus und schmeißen Handy auf dem Wand oder irgendwo. Und da muss man sich selber bezahlen. Ich muss das nicht bezahlen. Ich will mein Handy ja behalten. Okay, jetzt Remix Regenbogen Boulevard 1. Oh, passend! Passend, die Rosalina. Okay, und noch normale Rosalina. Und Donkey Kong Jr. aus Mario Kart, also Super Mario Kart. Und los geht's.
Ah, verdammt. Ah, passend. Party, Party. Die Party geht los. Yippie. Es war mal langsam Zeit, endlich mal ein Video zu machen. Letztens hatte ich übelst keine Zeit gehabt. Also die Rosalina in Schwimmerin-Form sieht auch am meisten sehr süß aus. Also in Rosalina in Schwimmerin-Form hatten sie ein paar neue Stimmen noch hinter. Also neue Stimmen hinzugefügt. Du sagst es. Du hast es geschafft. Du sagst es. Oh, yes. Oh, das habe ich noch nicht. Okay, das erste Geschenk. Okay, 45 Rubine. Okay, ich gucke jetzt mal, ich versuche jetzt mal das Glück hier, den Mario zu kriegen. Weil 45 kostet 10 mal zünden. Weiß man genau. So, jetzt gucke ich das mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, auf jeden Fall Gold. Auf jeden Fall Gold. Was? 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 Und? Monty Maulwurf! Ach du Scheiße! Wir haben es trotzdem geschafft und Knorrin Trockin! Oh mein Gott, oh mein Gott! Alter! Oh mein Gott! Und Baby Rosalina. Gleich zum ersten Versuch hier Mario und Sunshine bekommen und dazu ein neues Monty Maulwurf. Jetzt muss ich einen Screenshot machen. So. Ich bin jetzt ab sofort richtig zufrieden. Ich beende gleich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich beende gleich den Part. Oh Mann, Alter. Ich wusste gar nicht, dass ich so ein Glück kriege. Oh, König Bob-Omb. Wirf mich bitte nicht auf dieser mit diesen Megabombe weg.
Oh mein Gott, ich kann den Aufregung nie halten. Ich hab den Mario in Mario Sunshine Form. Oh, alter Banane. Shy Guy ist vorne. Alter. Nee, das wird nichts mit dem Erster. Scheiße. Oh. Bloß weil ich so einen großen Aufreger gehabt habe wegen Mario. Alter. Okay, und jetzt noch den Torkringelei mit Diddy Kong. Durchfahre Tore. Okay. Jetzt hören wir nochmal die Musik und ich halte den Mund. So, okay, den Rennen haben wir jetzt geschafft. Das war gar nicht so schwer. Aber die Musik war schön. Ja, und jetzt wird wieder Belohnungen gekommen. Also jetzt werden wieder Belohnungen kommen. Ja gut. Dann sehen wir uns bald wieder hier in Mario Kart Tour. Hoffentlich hat euch das gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Entschuldigung, dass ich so laut war, weil ich habe Mario echt wirklich bekommen. Und dann im nächsten Part spielen wir denn sofort den Mario in den Mario Kart. Also gut. Bis bald, meine Freunde.